Was uns zu Silvester so riesigen Spaß macht, das Knallen und Böllern und das Feuerwerk, darunter leiden viele unserer Hunde. Und darum geht es in diesem Video. Hier kannst du erfahren, wie du deinen Hund schützen kannst. Ja, hier ist Jörg von MyDog365 und heute erfährst du 5 Dinge, wie du deinem Hund über Silvester weiterhelfen kannst. Also unsere Hunde haben es da richtig gut. Erstens haben sie überhaupt keine Probleme mit lauten Geräuschen und mit Knallerei. Und außerdem wohnen wir in so einem alten Dorfteil mit rietgedeckten Dächern. Und da ist jede Art von Feuerwerk sowieso verboten. Aber so geht es leider nicht jedem Hund. Und viele Hunde leiden in dieser Zeit der Silvesterböllerei sehr, sehr unter diesen lauten Geräuschen. Es gibt 5 große Möglichkeiten, was du jetzt tun kannst, um deinen Hund zu unterstützen. Und das erste und wichtigste ist natürlich das, was wir Hundetrainer machen, Verhaltenstraining. Schaust du dieses Video jetzt gerade kurz vor Silvester oder schon im Dezember, dann wird es hierfür bereits schon zu spät sein. Aber es heißt ja, nach Silvester ist vor Silvester. Du brauchst meistens mehrere Wochen und Monate für ein richtig gutes Verhaltenstraining, damit es wirkt und dein Hund dann zu Silvester wesentlich entspannter sein kann. Die Techniken, die da angewandt werden, sind richtig ausgeklügelt aus der Verhaltensmedizin. Eine Gegenkonditionierung wird dort vorgenommen und die Endwirkung wird sein, dass dem Hund diese lauten Geräusche dann nicht mehr so viel Probleme bereiten. Dafür würdest du 2 bis 3 Mal in der Woche, so vielleicht 5 Minuten jeweils trainieren. Das ist eigentlich schon alles. Nur musst du genau wissen, wie das geht. Und da hilft dir natürlich ein Hundetrainer dabei. Wir haben aber auch von MyDog365 für das Silvester einen Kurs für dich kreiert. Da kannst du gerne reinschauen. Da wirst du ganz, ganz viele Tipps und Tricks und Verhaltenstraining bekommen. Eine weitere Möglichkeit, vor allen Dingen ist die ganz, ganz wichtig, wenn dein Hund eine starke Angst hat und wirklich leidet, dann solltest du unbedingt den Weg zum Tierarzt auf dich nehmen. Der hat ganz tolle Medikamente, die kurzfristig über diese Zeit hinweg helfen. Da gab es früher leider einige Medikamente, die dort Hunden verschrieben wurden. Die wurden damit nur stillgelegt, aber im Inneren haben sie weiterhin Angstgefühle gehabt. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Es gibt inzwischen moderne Medikamente, die wirklich nur angstlösend sind und deinem Hund auf jeden Fall weiterhelfen können über diese schlimmen Stunden. Gut ist auch, dass man die mehrmals nacheinander geben kann, weil die Problematik ist ja nicht nur um Mitternacht, wenn Silvester wirklich stattfindet, sondern zum Teil schon einige Tage vorher oder auch noch am nächsten Tag. Weitere Hilfsmittel, die du quasi von außen anwenden kannst, ist das bereits sehr berühmte Thundershirt, das Donnerhemd, das extra dafür konzipiert wurde. Es wird abgeleitet aus den Techniken von Tellington T-Touch. Du könntest dir so ein Thundershirt besorgen, beziehungsweise könntest du selber ein Shirt nehmen und das richtig fest um deinen Hund wickeln. Dabei aber darauf achten, den Knoten so zu machen, damit dein Hund nicht irgendeine Druckstelle bekommt. Eine weitere Möglichkeit für den schnellen Notfalleinsatz ist, du kannst kleine Ohrstöpsel für deinen Hund selber machen. Dazu brauchst du Watte, Öl und einen abgeschnittenen Strumpf. Du machst das folgendermaßen, dass du die Watte mit Öl beträufelst und in den äußeren Gehörgang, Achtung, nicht tief hinein, sondern in den äußeren Gehörgang deines Hundes legst. Und dann die abgeschnittene Socke drüber ziehst, damit das fest drin bleiben kann und der Hund es sich nicht rausschüttelt. Dann kriegt er einfach weniger Geräusche mit. Sowohl das Anlegen der Thundershirts oder auch das Verwenden der Ohrstöpsel bedingt eigentlich ein vorheriges Training. Der Hund muss erst einmal daran gewöhnt werden. Auf dem Markt sind eine Reihe von Zusatzernährungsmitteln oder Zusatznahrungsmitteln, die speziell für den Hund für die Silvesterangst oder auch für die Gewitterangst kreiert worden sind. Wenn die so frei verkäuflich sind, sind das bestimmte Stoffe, die normal in der Ernährung auch vorkommen, die nicht schädlich sind, die aber länger angeflutet werden müssen, meistens Wochen oder auch Monate vorher.
Richtig wirksam sind diese Präparate aber nur bei leichten Ängsten. Sollte eine richtige Phobie da sein und dein Hund richtig große Angst haben, solltest du den Weg zum Tierarzt nehmen. Ja, und der letzte Punkt, der fünfte Punkt, das, was du da unternehmen kannst, um deinen Hund zu schützen vor dieser Angst, vor dieser Knallerei, ist, dass du es einfach vermeidest. Du vermeidest, dass dein Hund überhaupt diese Geräusche hören kann, indem du zum Beispiel einige Hundepensionen werben damit, dass sie in einer Umgebung ihre Pension haben, wo überhaupt nicht geknallt wird. Oder du fährst in den Urlaub über Silvester, nimmst deinen Hund mit an einen Ort, wo Knallerei und Feuerwerk verboten ist. Meistens gibt es eine Mischung aus diesen fünf Elementen, so das Verhaltenstraining, der Gang zum Tierarzt und bestimmte Nahrungsergänzungsmittel und Hilfsmittel zusammen angewendet werden. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass dein Hund Silvester nicht leiden muss. Ich wünsche dir jetzt ein frohes neues Jahr. Das war's für heute. Tschüss, dein Jörg. Du möchtest mit uns trainieren? Super! Dann schau unbedingt bei uns auf der Website vorbei. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Ja, oder schau dir einfach noch ein weiteres Video an. Alfons, da. Da, Alfons.